Ah, ich bin vom Tier gefallen. Oh Gott, was ist denn das? Da ist er. Weg. Das ist ja mega eklig. Ich werde jetzt down gehen, mit dem Megalo zusammen. Mhm. Ja, schon der erste Verlust, bevor wir überhaupt beim Boss angekommen sind, ey. Oh shit. In meiner Leiche ist nur noch das Schild und der Compound Bow. Oh, ein Schild, den kann ich gebrauchen. Ich habe keinen mitgenommen. So, dann haben wir es doch gleich, oder? Wir haben es, ja. Sind doch doch nur zu dritt beim Boss. Und lohnt's, das Scheinhirn steht noch da. Es rockt das jetzt. Nimmt das mit und werbt es einfach rein. Es hat gekackt. Es hat einen Angstschiss gesetzt. Okay, mein Drache hat nochmal ein Level ab. Müssen noch Drachen. Drei Stück. Wollen wir nicht, warte mal, bevor wir die jetzt angreifen, wollen wir nicht hier mal ganz schnell hochheilen, bitte? Ja, finde ich auch. So viel Zeit muss sein, weil. Ja, wie viel hat denn eure Rüstung noch so? Meine hat noch genug, dass wir den Boss noch beschwören können. Also so ein Viertel ungefähr. Ja, dann. Ich hab noch auch ungefähr ein Drittel. Ja, das ist das Hauptproblem, ne? Die ganzen Polovia-Treffer auf dem Megalo. Ja. Also wir haben festgestellt, es ist sauschwer, an vor allem einen einzelnen Megalo da durch diese ganzen Polovia-Minenfelder durchzukriegen. Das ist halt echt ätzend, wenn einen alles angreift. Also sehr die Leute da teilweise auch die Megalos feiern, ich kann das ja irgendwie nachvollziehen. Aber ja, sorry, sie werden halt von jedem kleinen Mistvieh werden die angegriffen. Von jedem Vieh. Mit Spinos, Reapern und Drachen kannst du halt einfach an den Viechern vorbeilaufen, die machen nichts. Also meinem Reaper, dem geht's ja auch noch ziemlich gut. Der hat noch 21.000 HP von 26.000. Wenn das jetzt ein High-Level wäre, dann hätte der immer noch seine 30.000, 40.000. Ja, da sieht man aber auch, dass der Reaper halt auch, der kann ja eigentlich einfach durchlaufen. So, theoretisch, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel wüssten, wo in unserer Nähe jetzt der nächstbeste Loot-Drop runterkommt, könnten wir uns natürlich auch beim nächsten Mal den ganzen Weg sparen und einfach zum nächsten Loot-Drop laufen, ne? Das ist ja richtig. Meine Intention. Dazu müssten wir natürlich wissen, wo der nächste Loot-Drop ist. Und der muss lange genug halten, dass wir da hinkommen. Genau, na gut, wir könnten ja so lange warten, bis er auftaucht, theoretisch. Also ich wäre jetzt fertig. Ich könnte jetzt schon, ich gehe jetzt schon mal hoch zur Shadow, nicht, dass hier noch der Drache kommt. Ihr seid erledigt. Dann komm ich mal hinterher. Ja, komm mal lieber mit. Unserer Base landet gerade ein wilder Vogel, so ein kleiner. Das war's. Oh nein, das ist ein Zeichen. Das ist wie so wie die schwarze Katze. Ja. So. Der ist auch noch pink. Wer hat denn jetzt die... Erstmal wollen wir uns das hier mal ein bisschen angucken, was hier so ist, ne? Blau ist hier. Blau und wir sind schlau und gleich wird uns flau. Und wir sind blau. Was? Dann wird der Bildschirm grau. Und unsere Bilanz ist mau. Den Megalo hoch. So. Ja, ich sehe schon. Was ist denn das hier? Achso, das sah aus wie eine Katze, aber es ist tatsächlich ein toter Nameless. Dasselbe. Alle Katzen in Wirklichkeit getarnte Nameless. Wie er sich noch die Nase zugehalten hat. Als wenn ihm so schlecht ist. Ich hab dann das Schild und den Compound-Bau aus meiner Leiche gedacht. Ja, jo. Hast du schon beschworen jetzt? Nein, nein. Hast du schon reingestopft alles? Ja. Dann mache ich das jetzt, ne? Mhm. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ey, ich tu das jetzt wirklich, ne? Ey, ja, wirklich nee, jetzt? Lass mal, wir gehen wieder zurück. Ja, geht zurück. Das reicht für heute. Oh shit, schnell aufs Tier. Oh Gott, schnell setzt euch irgendwo drauf. Ja. 10 Survivors und 20 Tames. Ja. So viel ist erlaubt. Geht richtig rein, ne? Richtig schön ran. Nicht, dass es richtig irgendwie... rein da. Hier. Geht richtig komm. Rein in die Mitte so. Ja, oh mein Gott! Mein Gott, irgendwie habe ich gerade Angst. Wollen wir es nicht doch nochmal überlegen? Okay, ja, zu spät. Okay, jetzt raus. Nee, tschüss. Jetzt stürzen alle Rechner ab. Ah, ich bin vom Tier gefallen. Oh Gott, was ist denn das? Da ist er. Weg. Das ist ja mega eklig. Kann man sich ja freuen, dass man tot ist. Okay, ich parke den Truck hier hinten. Es ist Ursula. Nee, es ist... ja, Ursula. Soll ich dir jetzt die Geschichte dazu erzählen, Schüler? Ja, das ist der Rockwell, der sich irgendwie so verändert hat, weil er irgendwie ins Element gefallen ist. Hat gedacht, ich kann da meine Flasche auffüllen am Schluss.
Das war wie der Obelix, der wollte auch Zaubertrank haben und dann ist das aus ihm geworden. Also wir müssen die Tentakeln angreifen, ne? Ja. Ja. Der schießt auf uns, der Schweinepriester. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Ja, man kriegt auch selber Schaden. Oh ja, genau, Rüstung wechseln, das ist ein guter Plan. Aua, oh, ich hab Gammelfleisch gegessen, glaube ich. Ich guck mal, was passiert, wenn ich angreife. Ja, was passiert? Oh Gott. Er zittert und wackelt. Und wie viel Schaden hat's dir gemacht, als er gehauen hat? Oh, warte, ich habe ja Licht an, das bin ich nicht für einen Lappen. Aua, oh Gott, der macht wirklich ganz schön. Aua. Licht aus! Trag wurde getötet! Nein! Das Tentakel hier ist schon tot, glaube ich! Ja, stimmt! Guck mal, das war's schon! Schnell zum nächsten! Das erste? Das erste von 100. Nein, ich kann mich nicht bewegen, warum nicht? Alter, wo sind wir hier unten eigentlich? Was ist das für eine Suppe? Das ist Elementsuppe, glaube ich. Oh Gott, meine ganze Riot-Rüstung ist weg und ich bin selber. Der schießt diese komischen Laserstrahlen auf uns! Nächster ist tot. Computersystemklausur hat irgendwas getötet. Ja, den Tentakel. Den Tentakel hat Computersystemklausur getötet. Ha! Das Spiel nur ist jetzt aber auch nur noch auf der Hälfte gerade. Ja, aber der ist auch nur. Guck mal, der hat nur noch die Hälfte von seinen. Ah, meine Reiterrüstung ist kaputt. Achtung, da kommen die nächsten Kugeln. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ich versuch's. Holy Macaroni. Oh, ich selber bin auf gebrochenen Knochen. Guckt mal euer Leben selber an. Lasst euch nicht von diesen Strahlen treffen. Boah. Ja, die Strahlen machen halt Schaden am Spieler. Ja, da musst du ausweichen. Ach so, kannst du ja gar nicht. Nee. Aber warte mal, wir können theoretisch erstmal weg. Wir können theoretisch erstmal weg und uns heilen. Ich bin tot. Nein, scheiße. Wir können theoretisch erstmal weg und uns heilen. Aber das Tentakel ist kaputt. Okay, dann muss ich es jetzt rocken. Ja, los. Wie mache ich das? Warte, erstmal die Tiere auf Folgen pfeifen. Ah, der Strahl verfolgt mich hier. Komm, Spino, komm! Spino, du Vollpfosten, komm! Folge Vulcano, da steht doch Folge Vulcano, du musst folgen! Komm doch, du Affenkopf! Mann! Er kommt einfach nicht! Auch mal den Stream anmachen. Jetzt kommt der Spino. Ach, guck mal, die können da nicht reinfallen! Die können nicht nee, da ist so eine unsichtbare Kraftfeldwand, die hält den davon ab, sonst wäre der nämlich schon längst da reingefallen. Du kannst mit, greif dieses Ziel an, doch bestimmt die Tiere auf den Dingens fallen. Auf den Tentakel? Warte mal, war das Punkt? Was war denn das? Ich weiß nicht. Das müsste aber gehen. Punkt oder Komma? Sonst T gedrückt halten, greife dieses Ziel an. Man muss auch das Tentakel zeigen. Greifen sie den jetzt an? Ich weiß nicht, ob sie da hingehen. Oh Gott, ich werde von hunderten von diesen Kugeln verfolgt. Was? Not enough stamina? Holy shit! Absteigen, laufen. Ah, sie greifen sie an, die Tentakel! Sehr gut. Oh, 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 wenn ich jetzt noch einmal von so einem Ding getroffen werde, ne, dann bin ich platt. Ja, ja, Computersystemklausur. Moment. Nein, keine Stamina, scheiße! Ey, wie wär's denn, wenn du einfach läufst, dann hast du genug Stamina und Zeit. Also ja, warte, das schreibe ich mir fürs nächste Mal auf, ne? Boah. Aber ey, das ist machbar, ohne Witz. Guck mal, wir haben jetzt schon zu dritt mit, wie vielen Tieren waren wir jetzt? Vier Tieren waren wir da drin? Haben wir jetzt schon fast alle Tentakel platt gemacht. Ja, ich glaube nicht, dass er dann tot ist, wenn alle Tentakel platt sind. Nee, ist er auch nicht. Nee. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt mit minimalstem Material und Tieraufwand sind wir jetzt schon so weit gekommen. Das geht. Es geht schon, aber wie gesagt, da müsste man dann wirklich alles ausreizen, ne? Mit so vielen Reapern und so und vielleicht auch ein paar Rockdrakes da rein, wie es geht. Wie blockiert man denn am besten diese Plasmabälle, nenne ich es mal? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe halt versucht. Ach, man kann die abschießen. Ich habe halt versucht, wegzufliegen vom Drache und dann halt so knapp wegzufliegen, dass sie halt in den Boden reinfallen, so. Aber das hat halt auch nicht immer funktioniert. Mein Drache war halt konstant out of Stamina, weil der natürlich auch Low-Level war. Der hat ja nur 1000 gehabt. Mit genug Leuten könnte man Minigun-Turret auf ein Paracer packen und damit dann die Bälle abschießen. Du kannst ja keine Plattform mitmachen. Du konntest ja noch nie Plattform mit zu einem Boss nehmen. Nee, bei dem vielleicht schon, wer weiß. Nee, geht aber glaube ich nicht. Das wäre zu OP, glaube ich. Die wollen nicht, dass man die Projektile einfach mit so einem Minigun-Dings wegschießt. Natürlich wollen die nicht, dass wir gewinnen. Aber ich muss sagen, das ist eine schicke Frisur. Ich muss sagen, das war schon mal ziemlich erfolgreich. Die passt nicht zu mir, guck mal. Also ich fand das jetzt schon ganz gut. Ja, ich finde auch nicht, dass das passt. Hey, okay, ich ändere es ja schon. Das sieht aus, als wenn du irgendwie so
So, Medusa-mäßige Betonwürmer. Ja, so Luftschlangen auf dem Kopf. So. So wie bei Silvester oder so. So wie die Dinger, die dann immer so aus diesen Teilen rauskommen. Wie sieht das aus, wie diese versteinerten Haufen, die Wattwürmer auf dem Boden kacken? Bei mir passt es besser. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, es ist selbsterklärend, dass wir das heute nicht nochmal probieren. Mit dem Boss. Ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Wir können es ja tatsächlich mal versuchen, wirklich nur mit Reapern reinzugehen, weil der Reaper hat jetzt mit am längsten durchgehalten. Ja, die Tiere sind ja nicht gestorben, das war ja nicht das Problem. Ja, genau, aber stell dir jetzt mal vor, du wärst jetzt mit deinem Reaper von diesen Kugeln weggesprungen, immer wenn die kommen. Mhm. Wenn du zum Beispiel in dem Moment, wenn die auf dich zukommen, einfach hochspringst. Da kannst du denen ja an sich ausweichen eigentlich. Kann doch theoretisch zurückfeuern, oder? Ja. Mit den, hier Rechtsklick. Steuerungsschuss. Was man theoretisch auch probieren könnte, ist, dass man wirklich vielleicht gar keine Tiere mitnimmt. Dass man einfach nur wirklich ganz viele Compound-Bögen und ganz viele Munition mitnimmt. Dann erst einfach nur aus der Ferne die Viecher abschießt. Ich glaube, dafür brauchst du bessere Ausrüstung. Ja, also aber halt, ja klar, verbesserte Ausrüstung dann, aber theoretisch. Aber wenn du so viele Waffen und Munition mitnehmen willst, dann wird es auch schwierig, das runterzutragen. Ja gut, wir haben ja erhöhte Gewichtswerte. Also so ein paar Tragetiere sollte man, glaube ich, schon mitnehmen. Wir haben ja erhöhte Gewichtswerte. Also ich kann ja einiges mitnehmen, ne, mit meinen 525 Gewicht. Auch 500. Das ist schon möglich. Also es ist nicht unmöglich, den Boss zu besiegen. Ich habe da ehrlich gesagt ein besseres Gefühl, nachdem ich das jetzt gesehen habe, als damals, als ich das erste Mal die Standardbosse vor meiner Nase hatte. Da habe ich mich ja schon auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gefragt, mein Gott, wie soll ich das je schaffen? Mit Drachen könnte man das natürlich auch genauso gut mal probieren. Ja. Das haben wir jetzt eigentlich, können wir das sagen, dass jetzt wirklich so Reaper-Drachen so ja, die beste Kombo ist eigentlich. Ich habe gesagt, entweder halt ganz viele Drachen, so dass jeder am besten auf einem Drachen sitzt und dann aus der Ferne schießt mit einem Compound-Bogen. Mhm. Oder jeder einen Reaper und dann entweder absteigen und pfeifen oder draufsitzen, wobei ich draufsitzen wahrscheinlich nicht machen werde, da bist du zu unmobil. Oder du kannst nicht schnell genug ausweichen. Ich nenne den jetzt Feueropal, Spielbär Junior. 96 genau. Kühen. Hast du da gerade? Ja. Eine Level 96 Queen? Ja. Eine Level 96 Queen? Klappt doch eh nicht. Ja, die will dann wieder nicht. Backen dann wieder hier im Tor rum. Ich bin da. Oh nein, ich zieh mal meine Strahlenschutzrüstung wieder aus. Beide drin, Tür zu. Oh, sie hat mich noch rausgekickt. Welche? Weiß ich nicht, eine von beiden. Oh Gott, das sind ja zwei. Ah, ich will weg. Ich muss aufs Klo. Da. Moment, haben wir nicht noch einen Helm hier irgendwo? Einen, der nicht irgendwie radioaktiv ist? Ja, hier, warte mal. Den pinken Riot-Helm nehme ich jetzt. So, wir halten einfach in beide rein und eine davon muss ja schneller blutig werden als die andere. Ja. Genau. Wer hat Licht? Ich nicht. Niemand. Den bringe ich gleich mit. Sehr gut. Wer hat Licht? Niemand. Ich hab die Lupe! Warte mal, Level 16? Ich komme! Oh Gott. Sind die beide Level 16? Warte, ich guck. Ja, 16? Die sind beide ja. Level 16. Ja, sind sie. Okay. Und wo ist die 96er geblieben? War das vielleicht gar nicht Level 96? Doch. Okay. Dann ist sie noch unten. Oh. Warte, dann müssen töten wir die jetzt hier. Blondzer, komm her. Ja. Warte, XP. Gott, haben wir keinen Megalo mehr, auf den ich mich setzen kann? Ach doch, hier hinten. Müsste eigentlich noch was sein. Ich komme. Ach so, warum gehe ich denn nicht mit dem Reaper drauf los, Mensch? Dann kann ich den doch gleich leveln hier. Ja, dann stell dich mal am besten daneben, wenn du den Reaper leveln willst. Schau doch gleich Level. Bin eh gleich down. Stirb. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sie überhaupt treffe, ehrlich gesagt. Au. Oh doch, okay. Feueropal hat eine Reaper Queen getötet. Nicht schlecht. Haben wir noch ein Schild irgendwo?
Ich fang schon mal an. Hier ist noch ein Schild. Setzt euch auf mich. Riot-Schild im ersten Rüstungsschrank. Ah, sehr gut. Genau, ich versuch's auch mal mit Megalo. Und versucht, wenn sie in dem Paarungsmodus ist, versucht auf jeden Fall euch eher rechts von dem Zehmgehege aufzustellen, nicht zu weit an der Felswand. Mhm. Sonst backt ihr raus aus der Kralle. Und versucht den mal parallel zu den jetzt Toren gehen alle stellen. Drauf. Den, oh. Sie hat noch 38.000, 37.000. Dann können wir uns wieder alle in der Reihe aufstellen. Ja, besser ruhig auf den Megalos drauf sitzen bleiben, oder? Boah, klar, lieber kannst du auch machen. Hat gestern noch geklappt. Ja, aber das Problem ist, wenn sie jemanden grabt, der neben dem Megalo steht, dann wird der von dem Megalo rausgezogen. Ja, dann das stimmt. Ich habe keine Stamina mehr, ich muss kurz Stamina recken. Sie ist jetzt bei 3.700. Oh, Glowsticks. Also entweder alle mit oder alle ohne. Jo. Und wenn alle mit ist, sonst stehen da so viele Megalos. Ja. Also alle ohne. Alle ohne. 3.200 hat sie jetzt. Lol, hier ist ein King zwischen unseren Spinos gespawnt. Ja. Hä, wo denn? Hier hinten in der Ecke. Ach, und da hat auch die letzte Pflanze zerstört. Oh, scheiße. Ich versuch mal was zu tun. Wir sehen ja, wenn sie leuchtet. Ja. Ja, selbst dann können wir noch einen Moment draufbeißen, oder? Wir haben kein Licht. Ich hol mal ein Licht. Oh shit. Ja, ich geh mal ein Licht holen, ne? Er wollte sagen, beeil dich. Ja, na, ich. Hier ist nichts mehr. Hier ist kein Licht mehr in der Base. Oder? Ah, doch, hier ist noch ein Shinehorn. Hat sich versteckt hinterm Tisch, weil es nicht sterben will. Vernünftig. Ja, wirklich. So, mein Gott. So, du kriegst den, ne? Ja, bestimmt. Ich helfe mal beim Schwangerwerden. Oh, er ist tot. Er war nur Level 8. Ja. Der Trick sollte ein bisschen weiter weg noch. Hol den mal hier weg. In welchem Drachen waren jetzt nochmal Essen und so? Au, in dem unbenannten. Nein, ich bin in die Wolke gelaufen. Aua. Oh, ja. Jetzt. Die hat mich? Ja, sieht gut aus. Ja, Lonza ist schwanger, sauber. Yay, juhu. Yay, endlich. Nein. Das Baby. Wenn es geboren ist, wird Shadow als erstes verfüttert. Den hängt man den Füßen davor auf, so, damit das am Kopf anfängt zu knabbern. Der stand hier auch nicht richtig. Ach so. Ah! Ja, du, was ist jetzt los? So, jetzt kaufe ich mir eine Broschüre. Was muss ich tun, wenn ich schwanger bin? Ja, wir haben im Internet googeln. Ja, genau. Ja, wenn wir, was wir alles craften können, wir können doch bestimmt ein Smartphone craften. Ja, bestimmt. Hier, guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Ja, das packt so hässlich rum. Hier weitersuchen. Wo ist denn Ilona jetzt schon? Ach, da. Wo ist denn meine Da wird schon wieder irgendwer geschlagen. Das ist schon wieder Deine scheiße. Ist da hinten in der Ecke. In der Ecke? Ich glaube, wir müssen mal Lichtquellen nachthemen, ne? Unbedingt. Da. Mhm. Ne, wir haben ganz viele. Die müssen nur runter in die Base. Ja, aber hier laufen sie doch auch rum. Wobei, ne. Yeah. Oh, der ist auch halb tot. Da hinten ist noch ein Nameless. Welchen Reaper darf ich denn nehmen zum Leveln gehen? Makene oder wie sie heißt? Ja, ganz Makene. Warte, ich komme auch mit zum Leveln. Dann kann ich hier gleich. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, wenn wir noch einen leveln wollen würden, dann wäre es wahrscheinlich Spielwärts. Dann nehme ich den jetzt mit. Wo ist der denn eigentlich? So, bin voll. Mittig. Genau. Links. Ah, da. Ich bin wieder blind heute. Dann helfe ich mal mit. Ein Level 80er ist gar nicht so bad. Also, ja, für den Anfang vor allem, ne? Ja. Du kannst übrigens auch über die Tore drüber springen mit deinem Reaper, ne? Stimmt, das habe ich gar nicht wieder bedacht gerade. Da musst du das Tor nicht aufmachen, kommen nicht irgendwelche hässlichen Hesselviecher rein. Aber vielleicht sollte ich jetzt nicht mit angreifen eigentlich, oder? Aber du musst einfach nur absahen. Level dein Tier mehr und ich level mehr. Oh,
Alarm? Mach ja, aber du musst schon den Kill machen, glaube ich. Was? Strahlung? Alarm? Strahlung? Ja. Bei mir nicht. Ich krieg Strahlung. Ja. Oh nein, das darfst du nicht. Du darfst nicht hier hingehen. Hast du eine Rüstung an? Noch nicht. Ist dein Baby jetzt tot? Ich glaube, dein Baby ist jetzt tot. Ja, ist es. Ah, scheiße. Ja, nein. Aber ich bin doch erst 2 Meter aus der Base raus. Ja, auf der Seite. Das habe ich mich eh schon gewundert. Ich dachte, du hättest eine Rüstung angezogen. Ja. Toll. Hier ist eine neue Queen. Egal. Oh. Okay, das war die kürzeste Schwangerschaft, die wir je hatten. Lonestar hat abgetrieben. Lonestar kam mit dem Druck nicht klar und hat abgetrieben. Welches Level hat die da hinten? 40. Okay. Oh, scheiße, ey. Ja, gut. Ich wusste echt nicht, dass hier so schnell die Strahlung beginnt. Aber dann wissen wir jetzt mal, wie schnell das geht. Es darf wirklich kein einziger Strahlungstick auf das Baby fallen, dann ist es vorbei. Gut. Ich guck. Ah, das ist noch nicht. Die hat 25.000 Leben noch. Wie viel hat sie? 25.000 hat sie noch. Jetzt hat sie noch 20.000. 19.000. 18.000. 17. 16. 14. 12, 11, 10, 8, 7, 6, mach das Licht schon 5, aus. Nee. 4, 3, ja. Doch, ihr müsst das Licht jetzt ausmachen. Okay. Ja, ist aus. Sonst ist die gleich tot. Wie weit? 2900 hat sie. 2800, 2700. 2600, 2500, 2400, 2300. Leuchtet. Roger. Okay. Alle weg und aufstehen, wer schwanger werden will. Hallo. Ich nicht. Der Spielbär nicht, genau. Ich nicht, ich gehe weg. Ich gucke mir das Spektakel aus der Ferne an. Au. Ins Gesicht, ey, aber richtig mies. Wir brauchen da noch einen Glowstick. Haben wir keine mehr? Doch, einen noch. Ich bin schon nah dran, sodass die Akku auf euch bekommen kann. Oh, ja. Ja. Daneben, okay, aber noch alles gut, alles gut. Ey, ich sterbe. Ich bin gleich tot. Bei Lonestar Box bin ich mal tot eben. Wie der Kopf noch so nach hinten, so plück. Schön. Ja. Hat schon wieder daneben gegriffen. Aua. Ich komme mir irgendwie vor wie so ein Spanner. Au. Ach, sie hat mich eingeschläfert. Wo bist du denn? Ich bin auch fast tot. Ach, ja. Im Gras. Oh, Achtung, Achtung! Sie hat daneben gegriffen. Diese blöden Level 100er Queens, weißt du? Haben absolut keine Aim. Sie kriegen es einfach nicht hin. Müssen wir mehr PUBG spielen. Achtung! Ah, nee, doch nicht. Nee, ist nicht. Die sind zu alt, da läuft das nicht mehr so. Jetzt! Ja, sie hat wen? Ja, Lea. Ja. Ja, bitte. Ja. Jawohl. Es hat geklappt. Nice. So. Okay, jetzt nicht in den verstrahlten Bereich gehen. Ich weiß, mach mich mal tot. Dankeschön. An dieser Stelle ist diese Folge Ark Aberration auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, werft auch nochmal einen Blick in die anderen Aberration-Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unseren Community-Server joinen. Die Serverinformationen zu unserem GL-Players-Community-Server finden sich in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Ark Aberration. Bis dann, ciao, ciao!